Die Prävention wird gerade im Bereich der Naturgefahren und des Katastrophenmanagements überall gefordert. Die Prävention umfasst ganz unterschiedliche Bereiche. Auf Seiten der Naturgefahrenprozesse sind dies die Identifizierung von Quellgebieten von Naturgefahren, der Ablauf der Prozesse nach der Initiierung und die potenziell betroffenen Gebiete. Und dies ist unabhängig davon, ob wir von einem Sturm, einem Hochwasser, einer Schneelawine, einem Erdbeben, einem Vulkanausbruch oder einer gravitativen Massenbewegung sprechen, um nur einige Beispiele zu nennen. Das Prinzip bleibt das gleiche. Ein anderer Bereich der Prävention betrifft die Gebiete, die potenziell betroffen sind oder sein werden. Hier gibt es unterschiedliche Zugänge in der Prävention. Einerseits muss man die Gebiete ausweisen, die nach dem Auftreten eines Naturprozesses erfasst sein können. Frühere betroffene Regionen können über Kartierungen ausgewiesen werden, wobei dann die Evidenzen wie Ablagerungen noch gut sichtbar sein müssen. Und falls man heute nichts mehr direkt sieht von den Spuren früherer Ereignisse, kann man Archive benutzen. Geeignete Archive können hierbei Sedimentarchive sein, also zum Beispiel einzelne Lagen von Vulkanausbrüchen, die man in einem Aufschluss identifizieren kann. Und ein Aufschluss kann auch hier eine Seitenwand einer Grube sein oder ein angeschnittener Hang an einer Straße oder ein erodiertes Ufer, an dem man eben die einzelnen Sedimentlagen identifizieren kann. Als Archive können aber auch historische Quellen genutzt werden, zum Beispiel Aufzeichnungen in Kirchenbüchern über die Ereignisse an sich oder aber über die notwendigen Ressourcen wie Gelder und oder Anzahl von Menschen, die für eine Reparatur notwendig waren. Oder man kann die möglichen Ernteausfälle quantifizieren. Und das führt uns schon in die gesellschaftlichen Dimensionen. Um diese nachzuvollziehen, kann man auch versuchen, die Betroffenheit zu quantifizieren. Und häufig erfolgt das über die Zusammenstellung der direkten und oder indirekten ökonomischen Schäden und eben der Betroffenheit der Bevölkerung, sei es, dass sie obdachlos werden oder im schlimmsten Fall, dass Tote zu verzeichnen sind. Um beide Bereiche, also um den Bereich der Naturgefahren sowie deren potenziellen Konsequenzen, muss sich ein präventives Katastrophenmanagement widmen. Und in dieser Lektion, aber auch im ganzen MOOC NatCat, wurde ja schon häufig vom Katastrophenmanagement gesprochen. Und die Frage ist, was heißt denn das eigentlich? Und hier gibt es ganz unterschiedliche Zugänge. Nach JAX 2011 ist in Österreich das Katastrophenmanagement in der ÖNORM S2304 definiert als Gesamtheit aller aufeinander abgestimmten Maßnahmen in den Bereichen Katastrophenvermeidung, Katastrophenvorsorge, Katastrophenbewältigung und Wiederherstellung nach Katastrophen, einschließlich der laufenden Evaluierung der in diesen Bereichen getroffenen Maßnahmen. In seinem Buch zu Naturgefahren und Katastrophenmanagement von 2009 charakterisiert Florian Rudolf Micklau das Katastrophenmanagement als Steuerung aller Maßnahmen zum Schutz vor Naturgefahren mit dem Ziel, einen angestrebten Grad an Sicherheit zu erreichen und die Sicherheitsplanung den sich verändernden Umständen anzupassen. Auch die UNISDA, die United Nations International Strategy for Disaster Reduction, schlägt 2009 folgende sehr allgemeine Definition von Katastrophenmanagement vor. The systematic approach and practice of managing uncertainty to minimize potential harm and loss. Allen Definitionen ist zu eigen, dass Maßnahmen getroffen werden sollen, die die potenziellen negativen Effekte minimieren sollen, die durch das Auftreten von schadensbringenden Naturprozessen verursacht werden. Und das notwendige Management wird in unterschiedliche Abläufe, auch Phasen genannt, unterteilt, die im Folgenden am zugrunde gelegten Risikozyklus erläutert werden. Dieser Zyklus wurde grundlegend von David Alexander 2000 grafisch präsentiert und wird seitdem von unterschiedlichsten Personen, Gruppen und Institutionen genutzt und weiterentwickelt.
Sehr bekannt ist der Risikozyklus von BAPS, von dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz der Schweiz, das ihn als Kreislauf des integralen Risikomanagements benennt. Erstmals präsentiert in 2001, wurde er mehrmals überarbeitet und die im Hintergrund gezeigte aktuellste Version ist von 2019. In Österreich wurde der Risikozyklus mit den vier Phasen Einsatz, Wiederherstellung, Vermeidung und Vorsorge sowie im Zentrum der Evaluierung in der ÖNORM S2304 im Jahr 2011 etabliert. Diekau und Weichselgartner erweiterten die existierenden Ansätze, indem sie betonten, dass es auch eine gegenläufige Richtung des Zyklus gibt. Denn eine Verbesserung der Vorsorge und Vermeidung führt zu einer resilienteren Gesellschaft. Das heißt, das kommende Ereignis wird nicht mehr so starke Konsequenzen haben und damit den Aufwand für Bewältigung und Wiederaufbau reduzieren. Diese gegenläufige Wirkung ist sehr wichtig, da dadurch der Prävention eine noch größere Bedeutung zukommt. Und aus all diesen verschiedenen Ansätzen wurde der folgende Risikokreislauf entwickelt, der jetzt im Detail vorgestellt wird. Anhand von vier Phasen lässt sich dieser Risikokreislauf beschreiben. Es erfolgt ein Naturereignis, das beim Auftreten schwere Schäden hervorruft und eine Naturkatastrophe auslöst. Dieses Ereignis mit all den Folgen muss umgehend bewältigt werden, um die Schäden an Leib und Gut so gering wie möglich zu halten. Nach dieser direkten Katastrophenbewältigung erfolgt der Wiederaufbau. Hier werden die betroffenen Strukturen wiederhergestellt, sei es an der gleichen Stelle oder in anderen, gegebenenfalls sicheren Regionen. Und diese beiden Phasen sind der Katastrophennachsorge zugeordnet. Die dritte Phase ist die Katastrophenvorbeugung. Hier werden Strukturen und Konzepte begutachtet. Es werden verschiedene Handlungsoptionen und Anpassungsstrategien ausgearbeitet. Und es finden Aushandlungsprozesse zwischen den verschiedenen Akteuren statt, wie man die Vorbeugung am besten durchführt. Und diese Maßnahmen können strukturelle Baumaßnahmen umfassen, zum Beispiel den Bau eines Staudamms, können aber auch raumplanerische Optionen beinhalten, also beispielsweise die Erstellung einer Gefahrenhinweiskarte oder einer Gefahrenkarte mit der Angabe der Frequenz und Magnitude der Prozesse oder einer Risikokarte, die nicht nur die Prozesseigenschaften darstellt, sondern auch die potenziellen Konsequenzen beinhaltet. Dies wird in der vierten Phase der Katastrophenvorbereitung umgesetzt. Die dritte und vierte Phase bilden gemeinsam die Katastrophenvorsorge. Wie von Diekau und Weichselgartner 2005 betont, ist auch dieser gegenläufige Pfeil integriert. Das heißt, im Zentrum des Kreises steht die Evaluation und die Kommunikation. Und es ist ganz zentral, dass in allen Phasen mit den beteiligten und betroffenen Akteuren kommuniziert wird und dass auch eine fortwährende Evaluierung erfolgen muss. Es sind noch ein paar abschließende Bemerkungen zu diesem Kreislauf notwendig. Obwohl die Phasen in der Grafik relativ scharf abgegrenzt sind, sind die Übergänge natürlich fließend. Gerade zwischen Wiederaufbau und Vorbeugung und Vorbereitung. Die Größe der Phasensektoren ist nicht Ausdruck des tatsächlichen Aufwandes und der benötigten Ressourcen, seien es personelle oder ökonomische Unterstützung. Je nach Intensität und Ausbreitung der Naturkatastrophe sind die Zeiträume, die für die verschiedenen Phasen notwendig sind, sehr unterschiedlich. Sie reichen bei der Katastrophenbewältigung von einigen Tagen bis einigen Wochen, beim Wiederaufbau von Wochen bis Jahren und bei der Katastrophenvorbeugung und Vorbereitung von Monaten bis viele Jahre. Tendenziell nimmt der Zeitbedarf mit jeder Phase zu, wobei gerade die Katastrophenvorsorge ein kontinuierlicher Prozess ist. Es bleibt abschließend festzuhalten, dieser Risikozyklus drückt nur einen schematischen Ablauf aus. Aus diesem Risikozyklus wird auch besonders deutlich, weshalb die Prävention, die ja das übergreifende Thema dieses Videos ist, von so zentraler Bedeutung ist. Nur durch eine Prävention auf allen Ebenen,
Also seien es technische Schutzbauwerke, seien es Bauvorschriften, zum Beispiel erdbebensicheres Bauen, seien es Maßnahmen in der Raumplanung, zum Beispiel durch Gefahren- oder Risikozonenpläne, sei es die Etablierung von aufeinander abgestimmten Rettungskräften mit klaren Führungsstrukturen. All das hilft im Falle einer Katastrophe, schnell, gezielt und nachhaltig unsere Umwelt und die Gesellschaft zu schützen. Besonders durch Prävention können wir uns für die Zukunft besser schützen, können wir aber auch im Fall der Fälle bestmöglich reagieren, um den Betroffenen die optimale Hilfeleistung zugute kommen zu lassen. Ja, Herr Magister Stocker, vielen Dank, dass Sie sich für das Interview bereit erklärt haben. Sie sind Leiter des staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagement und koordinieren hier die zivile Sicherheit im Bundesministerium für Inneres. In dieser Fachabteilung ist ja gerade das präventive Katastrophenmanagement verankert. Können Sie uns bitte mal darlegen, was so die Rolle hier gerade auch in Österreich ist? Ja, sehr gerne. Dieses staatliche Krisen- und Katastrophenmanagement und diese Koordination zur zivilen Sicherheit, in unserer Kurzfassung SKKM, ist eigentlich eine Querschnittsmaterie. Wir haben zwar in Bezug auf die Naturkatastrophen eine originäre Zuständigkeit der Bundesländer, der Bezirke, der Gemeinden, aber es gibt viele andere Ereignisbereiche, die dann krisen- oder katastrophenhaften Charakter haben können. Und da sind verschiedene Ministerien oder auch regional unterschiedliche Bundesländer zuständig. Und die Koordination für Österreich im gesamten Regelkreis dieses Krisen- und Katastrophenmanagements obliegt dem Innenministerium. Das heißt, sowohl in der Prävention als auch in der Vorbereitung auf derartige Ereignisse, in der Bewältigung und im Wiederaufbau sind wir hier jene, die an den gemeinsamen Tisch bitten und versuchen, einerseits die Situation bestmöglich zu koordinieren, damit eben ein gemeinsames Ganzes bei unterschiedlichen Zuständigkeiten entsteht. Auf der anderen Seite aber auch uns gegenseitig auszutauschen, wer hat welche Expertise, wo gibt es Best Practices, wie läuft es auf dem internationalen Bereich, und damit sind wir doch in einer Art, durch die Koordination, in einer Art motivierenden Rolle, uns gegenseitig gemeinsam anzustrengen, das Bestmögliche zu machen. Und das, was wir derzeit sehen in den Entwicklungen zu vernetzten Krisen, die weit weg von der Erfahrung der Naturkatastrophen, wo wir sehr gut aufgestellt sind in Österreich, sind und wo wir wahrscheinlich auch noch dazulernen müssen zu diesen vernetzten globalen, multiplen Krisen. Das sind die Herausforderungen, die wir in der Gegenwart haben. Wie hat sich denn gerade der präventive Anteil an dem Katastrophenmanagement in Österreich entwickelt und jetzt so rückblickend gesehen? Und wo sehen Sie denn so die Herausforderungen für die Zukunft? Sie haben es gerade eben selber schon angesprochen, dass da große Herausforderungen liegen. Aber können Sie das nochmal konkret darstellen, was so für Sie die Aspekte sind, wo Sie glauben, also in der Zukunft, das werden wirklich die Herausforderungen werden? Also ich fürchte, der Kreis schließt sich, und Sie werden jetzt gleich verstehen, warum ich das als Befürchtung betrachte. Das, was wir in Österreich als Zivilschutz verstehen, wird in anderen deutschsprachigen Bereich durchaus konkret zwischen Zivil- und Bevölkerungsschutz unterschieden. Der Zivilschutz, die Hilfe an die Bevölkerung in einer Kriegs- oder kriegsähnlichen Situation. Der Bevölkerungsschutz, die Hilfe der Bevölkerung in sonstigen sicherheitsbedrohlichen Naturkatastrophen, andere technische Krisen, also dort, wo die Bevölkerung auch Hilfe braucht. In der Vergangenheit, in der Entwicklung, hatten wir die Naturkatastrophen im Fokus, da sind wir Weltmeister, da sind wir gut aufgestellt. Dann kam das Zivilschutzwesen im Sinne eines atomfreien, auch atomenergiefreien Österreichs auf uns zu. Wir waren als neutral oder sind als neutraler Staat hier auch zwischen diesen West- und Ostmächten eingebettet gewesen. Das hat sich vermeintlich aufgeweicht in den vergangenen 2-3 Jahrzehnten und bekommt jetzt aber doch durch die kriegerischen Ereignisse in der Ukraine und die Aggression Russlands wieder eine neue Dynamik. Das heißt, das Thema Atomwaffengefahr ist plötzlich am Tisch. Das Thema der vernetzten Krisen erleben wir in den letzten 2-3 Jahren. Am Beginn stark mit der Pandemie, jetzt vor allem auch mit technischen Krisen, mit Krisen, die die Lieferketten betreffen, wo wir sehen, wie ein Sektor der Industrie, der Wirtschaft vom anderen massiv abhängig ist und ein
Auslassen eines bestimmten Bereiches sofort Auswirkungen auf einen anderen hat. Das heißt, wir sind hier in einem ganz neuen Krisenszenario und das sind die Herausforderungen. Und deshalb haben wir auch schon, Gott sei Dank, mit vielen Unterstützungen, auch mit der Unterstützung der Wissenschaft, begonnen, diesen SKKM-Bereich vor mehr als 10 Jahren auch breiter zu machen. Nicht nur die Bundesländer, die Ministerien, dann die klassischen Einsatzorganisationen sind jetzt mit dabei, sondern kritische Infrastrukturen, ohne die heute ein Staat, eine Behörde, eine globale oder eine vernetzte Krise gar nicht bewältigen kann. Und wir haben auch gebeten, die Wissenschaft hier in diesen ganzen Diskurs, in diese ganze Koordinationsherausforderung einzutreten. Die Universitäten genauso wie Expertisen, die wir vielleicht da und dort auf internationaler Ebene haben, weil wir brauchen alles, um bestmöglich mit solchen Situationen umgehen und herauskommen zu können. Darf ich noch als letzte Frage nochmal nachfragen, im Sinne einer Prävention? Ja? Was sind denn konkrete Aktionen, die jetzt momentan getroffen sind oder die auch geplant sind für die Zukunft, wo man wirklich diesen präventiven Charakter nochmal herausstellen möchte, von Seiten des BMI, von Seiten Ihrer Fachabteilung? Also das Worst-Case-Szenario, das wir auch als schlimmst anzunehmenden Fall außerhalb der kriegerischen Situationen für Österreich annehmen müssen, ist wirklich ein massiver Stromausfall, also das klassische Blackout. Gleich gefolgt auch von der Strommangellage, wo wir zwar Strom verfügbar haben, aber nur in sehr begrenztem Ausmaß. Und dieses Referenzszenario betrifft eigentlich alle Lebensbereiche. Betrifft die IT genauso wie die Transportlogistik, betrifft die medizinische Versorgung genauso wie einen Bereich der Polizei oder das Funktionieren einer Behörde. Und wenn man sich das dann vor Augen führt und überlegt, was sind denn die Kernaufgaben meiner eigenen Organisation und mit welchen Mitteln kann ich diese Kernaufgaben weiterhin erfüllen, dann sind wir genau dort, wo wir hin müssen, nämlich mit der Prävention. In der Prävention zu schauen, kann ich doch einen Minimalbetrieb aufrechterhalten, einen Kernbetrieb, auch wenn ich extern keine Stromunterstützung beispielsweise habe. Kann ich einen Kernbetrieb aufrechterhalten, wenn nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Amt, zum Büro kommen können? Und wenn ja, in welcher Form? Wenn wir das durchdenken für unseren eigenen persönlichen Bereich, für den organisatorischen Bereich und den gesamtgesellschaftlichen Bereich und uns dazu auch zu den ersten Lösungsschritten hinbewegen, dann sind wir genau auf dem richtigen Weg der Prävention, die auch immer wieder angepasst werden muss. Denn es wird neue technische Möglichkeiten geben in der Zukunft. Es wird vielleicht auch autonome Versorgungsmöglichkeiten geben in einem Haushalt, in einem Dorf, in einer Region. Aber die muss man auch dann nutzen, um für sich selbst und damit auch in der gesamtstaatlichen oder gesamteuropäischen Funktionalität gerüstet zu sein. Und auf diesem Weg bewegen wir uns hin und hoffen auch, die politischen Ebenen da mitnehmen zu können. Und gibt es denn Aspekte gerade im Kontext der Naturgefahren, der Naturrisiken, der Naturkatastrophen, die hier besondere Bedeutung haben, die besondere Beachtung finden müssen? Ja, wir haben schon erkannt, dass die klassischen Naturgefahren, die wir in Österreich bisher hatten, weiterhin einerseits bestehen, andererseits auch durch andere oder durch neue Formen ein und derselben Naturgefahr ersetzt werden. Also das Thema Regen, Starkregen, lokaler Starkregen, wo wir sagen, in 5 Kilometer Entfernung schaut die Welt ganz anders aus. Oder wo wir beispielsweise durch die Erwärmung Dürren, Trockenheiten haben. Das sind Dimensionen von Naturgefahren, die wir so in der Vergangenheit nicht oder nur sehr selten hatten und mit denen wir in Zukunft öfter rechnen müssen. Auch das Thema Gletscherschmelze, Erwärmung in den Alpen und sind Themen, die wir als solches zwar kennen, aber nicht in ihrem Ausmaß bisher bewältigen mussten. Und da tun sich auch neue Dimensionen in der Herausforderung für uns in Österreich auf. Von der Gemeinde, vom Dorf bis hin zum gesamtstaatlichen Krisenmanagement. Herr Magisterstocker, vielen Dank fürs Interview. Gerne. Danke Ihnen. Ja, Dr. Schaffhauser, herzlich willkommen hier bei uns. Sie sind interimistischer Leiter der ZAMG, der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Und ich möchte Sie heute interviewen zum Thema Katastrophenmanagement und hier einen speziellen Fokus auf das präventive Katastrophenmanagement legen. Die ZAMG hat ja eine sehr wichtige Rolle in Österreich im Sinne des Katastrophenmanagements, gerade in Bezug auf Naturgefahren und Naturrisiken.
Könnten Sie bitte mal darlegen, wo Sie so die zentralen Rollen der ZAMG sehen? Ja, die ZAMG, die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, ist der nationale österreichische Wetter- und geophysikalische Dienst. Das heißt, wir überwachen rund um die Uhr Österreich im Hinblick auf Naturgefahren, damit wir rechtzeitig Entscheidungsträger, alle Akteure des SKKMs und die Öffentlichkeit vor gefährlichen Wettergefahren warnen können oder über Erdbeben informieren können und damit eben bei der Bewältigung dieser Katastrophen entsprechend unterstützen zu können. Und wenn Sie jetzt mal so rückwirkend denken, wie hat sich denn dieses präventive Katastrophenmanagement entwickelt für die ZAMG speziell? Und wo sehen Sie denn eigentlich gerade für die Zukunft die großen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen? Also wir, auch im Sinne besonders der ZAMG. Im gesamten Katastrophenmanagement ist die Prävention bedeutender geworden. Für die Wetterdienste heißt es auch für die geophysikalischen Dienste einen Paradigmenwechsel. Weg von vorherzusagen, wie das Wetter wird, sondern vorherzusagen, welche Auswirkungen das Wetter haben wird. Man spricht von auswirkungsorientierten Warnungen. Und die ZAMG hat in der Zwischenzeit das komplette Warnsystem auf auswirkungsorientierte Warnungen umgestellt. Wichtig ist aber, dass Warnungen Nutzer erreichen, dass Nutzer ihr Verhalten ändern. Und daher muss man auch auf die Kommunikation der Warnungen und Informationen achten. Das heißt, man muss alle möglichen Informationskanäle bespielen, dass die Nutzer adäquater auf die Warnungen reagieren können. Als zweite große Herausforderung kommt noch der Klimawandel dazu. Extreme Ereignisse werden häufiger, werden intensiver. Und wir müssen uns auch vermehrt um Klimarisiken wie Dürreperioden, längere Trockenperioden kümmern und das macht das Betätigungsfeld eines Wetterdienstes wesentlich umfangreicher als bisher. Und es gibt ja verschiedene Akteure auch in diesem Spiel. Sie haben es ja angesprochen über die Nutzer. Wie adressieren Sie denn gerade im präventiven Kontext? Es gibt eine enge Kooperation mit allen Akteuren des staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagements, aber auch mit den Planungsbehörden, für die wir zum Beispiel Arbeitsgrundlagen zur Verfügung stellen, wie die Erdbebungsgefährdungskarte. Und gerade im Vorfeld von extremen Wetterereignissen ist es sehr, sehr wichtig, in engen Austausch zu stehen mit allen Stakeholdern, seien es jetzt die Behörden der Länder, seien es die Lawinenwarndienste, seien es die hydrographischen Dienste, um rechtzeitig die Informationen zur Verfügung stellen zu können, dass eben Katastrophen gemeinsam erfolgreich bewältigt werden können. Und die ZAMG hat ja einen klaren Fokus auf die Meteorologie. Sie haben ja schon gesagt, Klimawandel hat eine große Bedeutung. Gibt es denn für Sie auch Prozesse, Naturkatastrophen, die eigentlich unterschätzt sind, wo Sie erwarten können, also in der Zukunft könnte das eine große Herausforderung werden? Generell gilt, dass Ereignisse, die sehr, sehr große Auswirkungen haben, aber sehr, sehr selten eintreten, dass man diesen Ereignissen besondere Beachtung schickt. Aber auch wenn es im Klimawandel der Trend der Temperaturen nach oben geht, werden wir auch künftig mit Kälteperioden zu kämpfen haben. Und auch für diese Perioden gilt es eben Vorkehrungen zu treffen, wie man mit 2 Wochen Temperaturen unter minus 5 Grad auch entsprechend umgehen kann. Dr. Schaffhauser, vielen Dank fürs Interview. Gerne.